Ja, Felix Specht, der Ortsvorsteher von Battenberg. Heute einmal das traditionelle Kartoffelbraten der Vereine, normalerweise im Burgberg Stollen, aus Witterungsgründen heute in der Festscheune an der Neuenburg. Und dann gab es noch eine große Aktion, sauberes Battenberg. Genau, wir haben vom Ortsbeirat das fünfte Mal in Folge jetzt unsere Müllsammelaktion Sauber auf das Battenberg veranstaltet. Da gehen wir einfach durch Battenberg, durch die Straßen, die angrenzen und ja, sammeln Müll. Das ist halt eben so eine einmalige Aktion, die wir im Jahr machen, um einfach mal durchzufegen, nenne ich es jetzt mal, aufzuräumen. Alles das, was so aus dem Auto oder in die Umwelt geschmissen wird. Genau. Erfolgreiche Aktion? Sehr erfolgreiche Aktion. Wir hatten ein bisschen Bedenken bei den Witterungsbedingungen, aber wurde super angenommen und auch viele junge Leute dabei, was uns besonders gefreut hat, um einfach bei den Jungen so das Verständnis dafür ein bisschen zu schärfen und ein bisschen zu sensibilisieren, wie man mit seiner Heimat und der Umwelt umgeht. Genau, von daher sehr erfolgreich. Ja, ja, wenn man sagt erfolgreiche Aktion, heißt man hat auch viel eingesammelt. Das ja, müsste genau, jetzt den Ortsvorsteher wieder ein bisschen betrüben. Ne? Ja, auf der einen Seite natürlich. Auf der einen Seite schlecht, wie viel Müll dann doch wirklich in der Umwelt, in unseren Straßen rumliegt. Auf der anderen Seite dann auch gut, dass wir es mit so einer einmaligen Aktion dann geschafft haben, den Müll wieder bei uns wegzubekommen und dass die Leute da mitziehen. Aber auch nichtsdestotrotz, da werden wir immer wieder die Leute versuchen zu sensibilisieren, dass sie wirklich darauf achten, wie geht man mit der Natur um, wie geht man mit seiner Heimat um, weil wir wollen alle hier leben, wir wollen es alle schön haben und am liebsten keinen Müll da haben. Und ja, gerade mit solchen Aktionen versuchen wir das dann, dass auch die jungen Leute schon direkt wissen, eine saubere Heimat ist die schönste Heimat, dass die da schon Bescheid wissen, genau. Nun kann man hier im Bergstädtchen natürlich sehr gut leben. Ne? Es gibt ein Schwimmbad, Hallenbad, das Gesundheitszentrum ist im Werden, das wird gebaut. Es gibt Lebensmittelversorgung, Ärzte, Apotheke. Das sind eigentlich Funde, mit denen man wuchern kann, ne? Absolut. Also Battenberg ist ein wunderschönes Örtchen, nicht nur die Kernstadt, sondern auch mit den Ortsteilen drumherum. Wir haben ein schönes Miteinander, wir haben viele Vereine, 100 Vereine sind es im ganzen Stadtgebiet. Und ja, es ist einfach ein schönes Miteinander. Und ja, wie du schon gesagt hast, also man hat viel drumherum, Schwimmbad, große Sportanlagen. Wir haben jetzt wieder eine Beach-Arena, auch im größten Teil in Eigenleistung gebaut. Und ja, es hat wahnsinnig viel, um sich hier wohlzufühlen. Da macht es doch ein bisschen Spaß, Ortsvorsteher zu sein. Definitiv, ja. Wenn man hier mitgestalten kann, die eigenen Projekte mit vorantreiben kann und auch sieht, wo ist ein bisschen Verbesserungspotenzial, wo müsste man angreifen, wo kann man für Alte vielleicht was machen, wo auch für junge Kinder an Spielplätzen. Es macht Spaß, wirklich, dass man gestalten kann und was mit kreieren kann. Felix Schwecht, Ortsvorsteher von Battenberg, dem Bergstädtchen hier im oberen Edertal. Vielen Dank. Ich danke.
steht aber auch, dass wir diese Aktion Zauberers machen sollen. Das ist ja nicht. Da ist ja